Moin, ich bin's Henna von World of Paintball. Wir haben eine neue Videoreihe für euch und zwar geht es um die T15. Tam, tadadam, sieht man hier natürlich auch schon. Wir schnacken da so oft von und wir haben da auch schon ein, zwei Videos von gemacht. Wir wollen jetzt aber eine kurze Reihe machen, indem wir die verschiedenen T15-Modelle vorstellen und zum Schluss noch so eine Art Guide machen: Anbauteile, sinnvolles Tuning, nicht sinnvolles Tuning. Da kommen wir zum Schluss drauf, aber erstmal die verschiedenen Modelle, und zwar die normale T15, die PDW T15, die DMR T15 und die MP T15. Also alle auf dem deutschen Markt verfügbaren Modelle werden wir pro Video einmal durchgehen. Und wir fangen natürlich mit dem Ursprungsmodell an, mit der ganz normalen Standard T15. Die kostet 749 Euro bei uns im Shop oder eigentlich auch überall anders. Und es ist ein halbwegs originalgetreuer Nachbau der AR-15. Was ist jetzt die AR-15? Das ist eines der am weit verbreitetsten amerikanischen Sturmgewehre, die zivile Version der M4 und der M16. Und mit diesem Modell trainieren zum Beispiel auch zahlreiche amerikanische Spezialeinheiten, weil das einfach ihrer M4 und M16 sehr gut nachempfunden ist. Was bedeutet das für uns? Wir haben einfach für die Milsim-Spieler, die Wert auf Realismus legen, haben wir wirklich einen sehr realistischen Nachbau, der auch vom Gewicht jetzt, ich glaube, 2,8 Kilo wiegt das Ding. Das Original wiegt irgendwie 2,7. Da sind wir also sehr nah dran. Und auch hier die Quad Rail, der Griff hier, die Stock, das ist alles sehr, sehr gut nachempfunden. Und vor allem, was halt die T15 auch mitbringt, was das Original nämlich auch hat, die sehr, sehr einfache Wartung von dem Ding. Dann kommen wir mal, gehen wir mal einmal durch, was wird geliefert, was ist verbaut. Fangen wir hier vorne mal an. Das sind 14 Zoll Lauf dabei. Das ist eine schöne Länge. Und was bei der T15 einmalig ist, dieser Bajonettverschluss. Na? Das heißt, ihr habt jetzt nicht wie ein Cockergewinde, A5-Gewinde, bla bla bla, müsst hier immer drehen, sondern ihr könnt den Lauf reinmachen und könnt ihn nur in zwei mögliche Positionen arretieren. Reinstecken, um 90 Grad drehen, dann sitzt er fest und. Um zu sehen, ob ihr das Ding richtig arretiert habt, schaut ihr am besten kurz einmal ins Magwell rein, weil dann müsstet ihr den Bolzen so sehen können. Das ist nämlich, ja, ist halt wichtig, weil man kann die T15 auch mit Hopper betreiben. Dann müsste man den Lauf einmal nach oben drehen, natürlich, dass die Bälle oben durchgeführt werden können. Wir wollen das halt so haben. Wenn man möchte, dass der Lauf statisch bleibt, hier sich nicht verdrehen kann oder so, kann man hier auch die kleine Schraube reindrehen. Damit fixiert man den Lauf. Dann könnt ihr den hier nicht mehr bewegen. Ich finde das nicht so praktisch, weil einfach, wenn man Laufplätze hat, was beim Paintball nie ausbleibt, könnt ihr das Ding wirklich auf dem Feld mal eben rausziehen, reinigen und neu machen. Aber für die Leute, die zum Beispiel einen externen Lauf, einen anderen Lauf spielen, einen Tuninglauf spielen und hier nur einen Adapter drin haben, für die ist es vielleicht ganz cool, weil schraubt das Ding rein. Arretiert hiermit den Adapter und könnt dann den normalen Lauf rausschrauben. Sonst hat man manchmal das Problem, man kriegt den, will den normalen Lauf, will den ganzen Lauf rausschreiben, da dreht sich das Ding hier ein bisschen los. Also dafür ist es gut, für den Standardlauf braucht ihr das hier nicht. 6,88er Bore Size hat der, also von der Paintgröße für 6,88 ausgelegt. Damit könnt ihr das meiste abfrühstücken. Also für den Standardlauf ist der wirklich sehr, sehr gut. Was man sagen muss, wenn man hiermit First Strikes verschießen will, was man auf jeden Fall out of the box kann, ist der Lauf hier nicht ganz optimal. Der ist in Ordnung, aber um das Letzte an Präzision rauszuholen, sollte man da was anderes nehmen, aber da gehen wir dann im nächsten Video, im Tuning-Video nochmal genauer drauf ein. Ansonsten ist das wirklich ein sehr schöner, solider Lauf, gut verarbeitet, sehr massiv, da geht nichts kaputt. Hier die Quad Rail, ja, schöne verarbeitete Quad Rail, bringt auch ein bisschen Gewicht mit, einfach weil das halt alles alles Metall ist. Ich finde es cool, weil du kannst hier überall irgendwelche Anbauteile ranmachen. Der Nachteil ist, das Ding ist sehr schwer. Viele Spieler gehen dazu über, die irgendwann zu tauschen gegen einen Freefloat Handguard. Denn ihr müsst wissen, da das ein AR-15 Nachbau ist, passen hier auch die ganzen Handguards der AR-15 oder der M4 und der M16. Und da das nun mal eine der meistverkauften Gewehre weltweit sind, gibt es da auch einen riesigen Markt für. Sind wir auch schon mal drauf eingegangen in dem Video und deswegen könnt ihr hier schön andere Handguards machen in allen möglichen Längen. Gehen wir im Tuning-Video noch mal ein bisschen genauer drauf ein, aber schon mal für den Hinterkopf, das hier könnt ihr easy tauschen, wenn ihr wollt, müsst ihr aber nicht. Und ansonsten hier der Magwell aus Metall und zu dem Body noch mal, das ist ein Blowback-Markierer, das heißt, es ist eine relativ einfache Technik. Ihr habt hier einen Schlagbolzen, ihr drückt einmal ab, der Bolzen öffnet das Ventil.
dann geht die Luft durch und beschleunigt den Ball. Und der Luftdruck spannt dann auch automatisch den Bolzen zurück. Schöne ist, die Technik ist sehr einfach, dass da quasi fast keine oder sehr wenig Dichtringe im Vergleich sind, die irgendwie kaputt gehen können. Und allgemein ist das wirklich sehr einfach zu warten. Ich zeige das mal, weil das ist nämlich eine der großen Stärken der T15, die Wartungsfreundlichkeit. Da müsst ihr hier einmal den Pin reindrücken. Wenn das ein bisschen schwer geht, drückt mit der Hand den Upper und Lower so zusammen hier, dass ihr hier wie so eine kleine Schraubzwinge, dann könnt ihr den Pin hier rausdrücken und einfach von der anderen Seite rausziehen. Wenn das jetzt ein bisschen schwer geht, könnt ihr auch einfach mit dem Imbus hier oben einmal draufstecken, dann kriegt ihr das Ding auch easy raus. So, jetzt kann ich den Upper einfach so aufklappen und komme dann auch schon an alles ran, was ich warten muss. Ihr könnt auch, hier ist noch ein zweiter Push-Pin, den könnt ihr rausdrücken, dann könnt ihr auch komplett die auseinanderbauen. So, guck mal. Zack, jetzt habe ich die beiden Teile getrennt. Und zum Warten braucht man das nicht auseinanderbauen, da klappt man die einfach nur auf. Hier hinten wird einmal gedreht. Na, das Teil hier müsst ihr einmal um ein paar Grad drehen und dann habt ihr hier die Feder drin und das Charging Handle, damit spannt ihr die T15 auf. Holt euch einmal den Bumper und einmal eben die Bolzeneinheit raus. Wenn eure T15 mal zischt, achtet darauf, ob die gespannt ist. Wenn die nämlich nicht gespannt ist, ist das Ventil offen und die Luft geht einfach so durch. Also nicht erschrecken, erstmal spannen. Okay, wenn es dann noch zischt, dann Ronny fragen oder uns Bescheid sagen. Gut, zum Bolzen. Ganz easy. Ganz einfache Technik. Das Ding hier bleibt statisch und der Bolzen selber bewegt sich hier einfach nur vor und zurück. Und wenn ihr die warten möchtet, dann macht das bitte so. Macht die vorher bitte einmal komplett sauber. Dann nehmt ihr Öl und packt es hier, hier, hier und hier rauf und hier nicht rauf. Hier, dieser äußere Teil soll nicht geölt werden. Der Rest einfach, wir nehmen zum Beispiel immer das Tippmann-Öl, da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ihr könnt auch anderes Paintball-Öl nehmen, aber ja, wie gesagt, Tippmann-Öl funktioniert, andere Öle funktionieren aber genauso gut. Achtet darauf, kein Fett oder sowas zu nehmen. Ne? Dann holt ihr euch null Probleme ins Haus, das Ding muss geölt werden. Und ja, wenn ihr es geölt habt, einfach wieder rein damit. Zack, Bumper, Feder, hinterher. Einmal hier kurz drehen. So, und fertig ist sie. Und jetzt halt einfach wieder hier Pin rausziehen, drauf machen, Pin zumachen. Und eine Sache habe ich noch, die ich euch gleich mal eben zeigen möchte. Und zwar hier der Valve-Pin. Das ist auch noch das zweite Teil bei der T15, auf das man achten muss. Das hier ist nämlich der kleine Ventilstift hier. Und das hier muss immer sauber und da darf kein Sand oder so ran. Das heißt, da müsst ihr immer drauf achten. Und wir machen hier auch immer noch 2-3 Tropfen Öl auf den Valve-Pin drauf. Einfach, um das besser zu flutschen. Manche sagen, das muss man nicht. Wir haben für uns festgestellt, dass es wirklich sehr zuverlässig läuft damit. Und hier ist auch der Block hier, der über dem Ventil sitzt, da sind halt zwei Einstellschrauben. Und zwar eine, um die zu kronen. Wenn ihr mal im Ausland spielt, auf dem SBG oder so, dann dürft ihr ja mit mehr FPS spielen. Dann habt ihr hier eine Schraube. Wenn ihr die... Ich zeig das mal eben. Hier. Wenn ihr die rausdreht, habt ihr mehr FPS. Einfach, weil das Volumen in der Kamera vergrößert wird. Aber in Deutschland ist das halt nicht gestattet. Da spielt man mit maximal 214 FPS. Und dann habt ihr auch noch die Recock-Schraube, die befindet sich hier vorne. Und die ist dazu da, wenn eure T15 nicht sauber läuft, ihr habt zum Beispiel Probleme mit, dass sie durchrattert oder ihr müsst immer wieder neu spannen, dann müsst ihr diese Recock-Schraube ein bisschen rausdrehen. Dadurch habt ihr mehr Volumen in der Kammer und habt mehr Druck. Es wird mehr Luft verbraucht, um die Bolzen neu zu spannen. Das hat den Vorteil, dass die sauberer läuft. Es hat den Nachteil, dass die ein bisschen mehr Rückschlag hat und auch ein bisschen mehr Luft verbraucht. Das müsst ihr wissen. Also nicht einfach, ja, dann drehe ich sie halt ganz raus. Nee, das macht ihr nicht. So, dass sie sauber läuft und dann vielleicht noch eine halbe Umdrehung oder so. Und dann, es gibt ja auch Leute, die wollen ja quasi komplett das Ding als Bolt-Action spielen, dass sie halt jedes Mal wieder neu spannen müssen. Dann würdet ihr die Recock-Schraube ein bisschen reindrehen. Okay, das war es auch zur Technik. Ist wirklich genial einfach, das Ding. Ich mache das Ding mal wieder zu. So, Pin rausziehen. Zusammen, kräftig zusammendrücken, das ist wichtig, gerade wenn hier Druck auf der Flasche ist, müsst ihr hier mit eurer Hand viel Druck ausüben
und dann geht die wieder zusammen und das ist easy. Jo, hier hinten noch schnell erklärt, der Stock hier ist so mitgeliefert. Auch hier so eine Art AR-15 M4 Stock von Haus aus dabei. Ihr könnt die Stocks auch tauschen. Das ist ganz easy. Zieht das Ding einfach, das Ding müsst ihr abziehen und dann baut ihr, könnt ihr Aftermarket Stocks ranbauen. Aber der Standard Stock ist wirklich schon sehr, sehr gut. Das ist dann wirklich nur noch Style. So, zum Raufmachen einmal kräftig ziehen und dann könnt ihr den Stock hier auch verstellen, wie ihr das haben möchtet. Ansonsten, was sehr, sehr cool ist bei der T15, die Flasche ist mit dabei. Das ist bei vielen Mercat-Markierern nicht so. Hier habt ihr gleich eine 0,2 Liter Flasche von First Strike dabei mit einem 200 Bar Regulator. Das heißt, wenn ihr eine T15 kauft, könnt ihr out of the box damit spielen. Ihr braucht nichts mehr dazu kaufen, außer vielleicht noch ein paar Magazine. Es sind zwei Magazine dabei. Wir empfehlen, mit 6 Magazinen plus X aufs Feld zu gehen, aber da wollen wir euch nicht reinreden, jeder wie er mag. Nur 2 zeigt die Erfahrung, ist natürlich leider ein bisschen dünn. So ein Magazin kostet 29,95 und die wird jetzt auch schon immer mit den neuen V2 Magazinen ausgeliefert. Bei den V2 Magazinen als Tipp dazu, die rasten nicht ganz so gut ein wie die V1er, deswegen geben wir da immer einen kleinen Schlag extra Liebe oder um das ein bisschen schonender zu machen wegen Paintballs, einmal mit dem Blade Carrier. Dann rasten die auch ein. Falls ihr Probleme habt, dass bei eurer T15 die Magazine nicht richtig halten, weil die immer ausgeworfen werden, gibt es hier einen kleinen Hebel, den am Mag Release, den muss man rausschrauben einmal komplett und dann habt ihr da so eine kleine Lippe, da muss ein kleiner Grat eingefräst werden. Falls ihr da Probleme habt, sprecht mal denjenigen an, wo ihr die gekauft habt. Die werden euch da bestimmt gerne weiterhelfen. Oder wenn ihr die bei uns geholt habt, habt ihr Probleme, sprecht uns an, wir helfen euch da gerne weiter. Nur als Tipp dazu, weil ich habe es von mehreren Leuten schon gehört, dass sie da Probleme mit haben. Aber wie gesagt, immer darauf achten, dass ihr da gut reindrückt. Ansonsten funktioniert der Markierer wirklich sehr, sehr zuverlässig. Also gerade jetzt in MagFat-Dimensionen. MagFat ist immer ein bisschen anstrengender zu paint, weil aufgrund der Feder hier sehr stark Druck ausgeübt wird. Also eine Planet Eclipse ETA 2 ist auf jeden Fall auch super zuverlässig, aber diese Dinger hier funktionieren wirklich sehr, sehr gut. Ihr habt schon gesehen, ihr könnt die sehr einfach warten, aufklappen, sauber machen. Gerade wenn ihr auch mal einen Platzer geschossen habt und hier ist alles voll mit Farbe, macht es wirklich so, wie ich es vorhin gemacht habe, einfach Upper Receiver einmal kurz aufmachen, Bolzeinheit rausnehmen, dann holt ihr euch so einen Laufreiniger-Puschel, zieht den einmal von hinten komplett durch, dann könnt ihr damit alles vernünftig sauber machen, Lauf durchziehen, weiterspielen. Super easy, das ist richtig, richtig cool. Und sie ist auch verhältnismäßig lufteffizient, also von der Technik her ist es so, im Vergleich zu Milsig oder so, kriegt man hier in der Regel noch mehr Magazine raus, je nach Einstellung und so weiter, klar, FPS, aber das funktioniert sehr gut und sie ist vor allem auch sehr präzise, weil man hat sehr wenig FPS-Schwankungen. Wenn das System gut geölt ist und die alle Ohrringe gut flutschen, habt ihr sehr wenig Schwankungen in der FPS. Das heißt, pro Schuss seid ihr relativ konstant und dadurch ist sie natürlich auch präziser. Und der Standardlauf funktioniert wirklich auch sehr gut. Vor allem mit Paintballs ist es wirklich eine sehr, sehr gute Lösung. Wenn man da, wie gesagt, First Strikes oder andere Läufe, da schnacken wir nochmal drüber. Aber so bekommt ihr wirklich einen sehr zuverlässigen Markierer mit sehr vielen Tuning-Möglichkeiten. Und wir gehen mal mit aufs Feld damit, dass ihr das mal seht, wie das Ding schießt. Hier nochmal ganz schnell, was ist dabei? Zubehör und so weiter. Bei der normalen T15 ist hier dieser Pappkarton dabei. Früher hatten die richtig schöne Hartschalenkoffer dabei. Das war richtig geil, die Dinger. Die sind auch heiß begehrt. Jetzt ist es leider nicht mehr so. Wurde ein bisschen downgegradet. Preis ist aber gleich geblieben. Was soll man machen, haben sich die Amis so überlegt. Egal. So würde es aussehen, wenn ihr euch einen T15 gönnen würdet. Ihr habt hier, der Handguard ist schon von Haus aus verbaut. Dann habt ihr hier 2 V2 Magazine dabei. Na? So. Dann, wie ist hier die Flasche dabei? Ich hole die mal raus. Einfach so, zack. Flasche. Als Tipp, macht hier so ein ganz bisschen Silikonspray dran. Wirklich nur ein bisschen, nicht viel, ne? Aber es ist einfach immer besser, wenn ein Gewinde auf Metall, nicht so schön. So, Flasche drauf. Dann der Stock. Ihr könnt es auch so machen, falls ihr keine Lust habt, euch hier die Stockschiene, die wird nämlich mit einer kleinen Schraube hier rangeschraubt,
Da habt ihr aber den Nachteil, dass es so ein bisschen zusätzliches Gewicht ist und manchmal auch ein bisschen nervig ist, wenn man die Flasche rausdrehen will, weil man dann erstmal das Ding abbauen muss, das Ding runterklappen muss. Und es gibt auch manchmal Probleme, dass ihr mit dem Füllnippel und dem Manometer hier nicht so entspannt hinkommt. Dann könnt ihr es auch einfach so machen, wie wir es meistens machen. Eine Lage Panzertape hier und hier. Nur eine Lage, nicht irgendwie dreimal rumwickeln, dann passt es nicht. Und dann den Stock hier auf das Panzertape raufschieben. Das ist eine einfache Methode. Ihr könnt trotzdem die Flasche dann einfach abschrauben. Habt aber dann eine sehr einfache Lösung. Könnt ihr aber auch nichts mehr verstellen. Ne? Also müsst ihr wissen, ob ihr das machen wollt. Ich finde es ganz cool, aber es gibt auch Adapter hierfür. Ne? Dann wird die Flasche gehalten. Aber das können wir im letzten Video nochmal machen. Das wird jetzt auch zu weit führen. Wir sind dabei. Was ist da? Was ist noch dabei? Es gibt hier Iron Sights, also so kleine Dinger hier zum Ziel. Da hatte man auch mal Flip-Ups dabei. Die sind jetzt leider auch nicht mehr dabei. Aber die normalen sind hier auch in Ordnung. So, und dann haben wir hier noch, das ist halt auch noch wichtig, Bedienungsanleitung auf Englisch. Leider eine Laufsäge, eine First-Strike-Laufsäge. Eigentlich auch ganz sexy, das Ding. Alle Imbusse, die ihr braucht. Und ein, zwei Dichtringe. Eigentlich hier nur fürs Manifold, den Dichtring. Und eine Ersatzschraube für hier. Und last but not least, hier noch der 14 Zoll Lauf mit dem Bajonettverschluss. Einfach reinmachen, umdrehen, schaut, dass er hier richtig arretiert ist. Jo. So, wir sind bei uns auf dem Feld. Wir wollen jetzt mal die T15 einmal euch in Action zeigen. Aber erstens Maske auf, das Wichtigste überhaupt. Man kann es nicht oft genug sagen. Laufsocke ab, entsichern. Los geht's. Also spricht sehr, sehr gut an vom Trigger. Und gerade dieses Rechts-Links-Wechseln funktioniert hier sehr, sehr gut. Einfach relativ kurz im Vergleich zur TMC mit dem Airstock. Dadurch kann man wirklich sehr schnell die Seiten wechseln und alle. Und auch das Nachladen geht einfach sehr gut damit. Na, das zack rein. Und ansonsten macht das einfach super, super viel Spaß. Ihr habt halt genau die richtige Mischung aus einem knackigen Feedback, aber noch nicht so einen Kick, dass es halt nervt. Ne? Also wenn man schießt, merkt man halt schon direkt, man kriegt halt schon eine Response. Das macht einfach, produziert einfach ein Grinsen, das Ding zu spielen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es halt super harten Rückschlag gibt oder so. Also alles in allem kann man damit echt gut arbeiten. Wir sind auf jeden Fall Fans davon, klar. Ihr habt, das Ding ist nicht perfekt. Jeder Markierer hat seine Stärken und Schwächen. Aber alles in allem ist für uns das auf jeden Fall schon sehr weit vorne. Das war's von unserer Seite zur T15. Ich mache mal eben kurz die Laufsäge wieder drauf. Und ich muss mehr Sport machen. Also die 10 Meter hier. Und Fadi kriegt schon Schnappatmung. Was ist denn da los? Nein, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr besucht uns mal bei World of Paintball. Falls ihr Fragen habt zu dem Markierer, schreibt uns gerne, kommt bei uns im Shop vorbei. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald mal. Ciao.